Um Bilder interessanter zu gestalten, gibt es die Möglichkeit, Objekte zu beleuchten. Und diese Lichtstrahlen, die man auch God Rays nennt, geben dem Bild nochmal das gewisse Extra. Heute möchte ich euch zeigen, wie man diese Lichtstrahlen erstellt. Und dazu habe ich schon was vorbereitet, diese Datei. Das Ergebnis soll nachher so aussehen, also dass hier diese Lichtstrahlen eben drin sind. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Eigentlich ist es nicht schwer, wenn man sich die Dinge hier anschaut. Es sind bloß drei leere Ebenen, wo das dann eingemalt wird. So, wie gehen wir vor? Wir öffnen unser Bild. Also die Gruppe ist ja dann bei euch natürlich nicht da. Und öffnen eine neue leere Ebene. Auf dieser Ebene nehmen wir einen Pinsel. Hier, den Pinsel. Und machen den so groß wie etwa die Fläche, also jetzt in diesem Beispiel, wie dieser Lichtfleck hier ist und hier und so weiter. Ja. Mit der Alt-Taste gedrückt halten, rechte Maustaste klicken und wenn ich jetzt nach rechts ziehe oder nach links ziehe, kann ich die Größe von meinem Pinsel verändern. Wichtig ist, dass die Härte 100% ist. Das könnt ihr ändern, indem ihr nach oben oder nach unten zieht die Maus. Ja, so, Härte 100%, etwa 500 Pixel. Durch die Filter wird es sowieso noch ein bisschen größer. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einmal hier klicken, wo es anfängt. Und jetzt müssen wir schauen, in welche Richtung das geht. Man sieht es hier unten gut, so schräg nach oben. Also würde ich mal sagen, von hier etwa dieser Winkel. Es könnte richtig sein und mit der Shift-Taste noch einmal klicken. Und dann macht er eine ganz gerade Linie. Der nächste Schritt, Filter, Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe. Und hier aufpassen, dass der Winkel stimmt. Also wenn ich hier jetzt daneben liege, dann sieht es nicht besonders gut aus. Ja, dann macht er hier so komische Sachen mit dem Strahl, das wollen wir nicht. Also möglichst genau den Winkel nehmen, den wir auch hatten. Ihr könnt hier mit der Maus reinklicken und dann mit der Pfeiltaste rauf runter einzeln, also in einzelnen Schritten gehen. Oder wenn ihr Shift und Pfeiltaste drückt, in 10er Schritten. Wenn ihr ziemlich weit weg seid. So müsste es in etwa passen. Das lassen wir jetzt mal so. Bei meinem Bild ist der Abstand 1500 Pixel nicht schlecht. Ich könnte auch auf 2000 gehen. Also ganz aufdrehen. Ihr müsst nur mal schauen. Das ist ein relativ großes Bild mit über 6600 Pixeln. Wenn euer Bild deutlich kleiner ist, kann es sein, dass ihr hier bei Abstand was anderes einstellen müsst. Jetzt drücken wir OK. Der nächste Filter, wieder Weichzeichnungsfilter, aber diesmal nehmen wir den Gaußschen Weichzeichner. Hier habe ich einen Radius von 300 Pixel als gut empfunden, wobei, das habe ich glaube ich für den kleinen Pilz hier genommen. Da müssen wir einfach mal schauen, vielleicht doch ein bisschen größer, sagen wir mal 400, sieht vielleicht, naja, fast schon zu groß, machen wir mal 350. Ja, das kommt hin. Das gefällt mir. Es ist auch ein bisschen Geschmackssache. Macht so, dass es für euch passt. Und diese Pixel, wie gesagt, hängt ganz stark davon ab, wie groß das Bild ist. So. Was wir jetzt noch machen müssen, die Deckkraft reduzieren. Dass es nicht zu sehr gefaked aussieht, sondern sich relativ natürlich da in dieses Bild einfügt. Jetzt für den mittleren Pilz die nächste Ebene und da machen wir das gleiche. Wieder unseren Pinsel einstellen, hier draufklicken am Anfang und dann in dem Winkel nach oben, wie die Sonne auf dem Pilz scheint und wieder unsere beiden Filter. Einmal die Bewegungsunschärfe,
Und ihr seht schon, das haut nicht hin. Ja, so etwa. Und der zweite Filter, der Gaußsche Weichzeichner. Der ist natürlich jetzt viel zu groß hier mit diesen 350 Radius. Da würde ich mal 200 probieren. Ja, kommt schon hin. Ja, können wir so lassen. Deckkraft wieder runter. So. Noch ein bisschen zu viel. Vielleicht da ein bisschen orientieren dran. Können wir am Schluss noch in eine Gruppe fassen und dann die Gesamtdeckkraft noch ein bisschen anpassen. So, beim letzten Pilz möchte ich auch noch eine Alternative zeigen. Und zwar, statt mit dem Pinsel eine Linie zu ziehen, kann man natürlich auch mit dem Auswahlwerkzeug, mit dem Rechteckwerkzeug hier, eine Fläche füllen, indem man jetzt hier klickt. Halt. Ja, so breit etwa. So. Die füllt ihr mit Weiß, mit Steuerung D die Markierung wegnehmen, mit Steuerung T, also mit Happen T, könnt ihr dann in die Transformationssteuerung reingehen, dreht den Winkel, dass es stimmt und richtet das Ganze ein bisschen aus. So, okay. Hier wieder unsere beiden Filter, also an der Geschichte ändert sich natürlich nichts. Einmal Bewegungsunschärfe oder passt sogar. Und dann noch unseren Gaußschen Weichzeichner. Ja, da können wir die 200. Okay. Und hier runter auf. Ja, 30% etwa. Was haben wir da gehabt? 32, ja. Ja. Okay, und schon haben wir unsere Lichtstrahlen in unserem Bild. Die Methode, die letzte, die ich euch gezeigt habe mit dem Auswahlrechteck, könnt ihr auch natürlich mit dem Polygonlasso machen. So, ja. Die ist hilfreich, wenn ihr zum Beispiel das bei Räumen machen wollt, bei den Fenstern, wo das Licht dann reinscheint. Da ist diese Methode unter Umständen besser als mit dem Pinsel die Linie einzuzeichnen. Ja, das war heute ein relativ kurzes Tutorial. Das war's für heute. Wieder vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.